Überraschende Wendung im Gerichtsverfahren um den jüdischen Musiker Gil Ofarim. Nach einem Geständnis und einer Entschuldigung des Angeklagten hat das Landgericht Leipzig das Verfahren am Dienstag unter Geldauflage vorläufig eingestellt. Der Rockmusiker hatte 2021 gegen einen Hotelangestellten massive Antisemitismusvorwürfe erhoben. Ein von ihm veröffentlichtes Video wurde in den sozialen Medien weit verbreitet. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurde das Verfahren gegen den Hotelmitarbeiter eingestellt und ein Verfahren gegen Ofarim wegen Falschbehauptungen und Verleumdung eröffnet. In der nun getroffenen Vereinbarung soll der Musiker innerhalb von 6 Monaten 10.000 Euro an soziale Einrichtungen zahlen. Zu einem Motiv hat sich Ofarim nach Angaben eines Gerichtssprechers bisher nicht geäußert.